Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, ich habe gerade mal in mein Inventar geguckt und wir nehmen uns mal die Kultisten zur Brust. So, hier, die haben wir alle soweit abgeledert. Yes, so, und hier können wir wieder zwei aufdecken und einen haben wir getötet. Halleluja. Sophos, der Makler stellt in Patraia Schiffe her. Okay, gucken wir mal. Und jetzt enthüllen wir den mal. Wie ist das Leben, wenn man weder das Beste haben kann, noch der Beste ist? Woher soll ich das wissen? Drachmen bedeuten Macht. Dieser Glaubenssatz war für Sophos so offensichtlich wie die Sonne im Himmel. Die Reichen regieren, nicht die Imperatoren. Die Könige und die Armen waren gleichermaßen gebunden an die Notwendigkeit der Drachme. Der Orden verstand dies, weswegen der Orkan sich an ihn wendete. Sie sah sowohl seinen Reichtum als auch seine Fähigkeit, diesen anzuhäufen. Sophos wusste auch, dass der Orden ihn nur benutzte, aber sie wussten nicht, dass er es mit ihnen nicht anders hielt. Na, sauber. So, was haben wir hier? Ja, Megakron. Den haben wir auch geklärt. So, und hier haben wir noch einen. Dann decken wir den mal auf. Die Ozeane mögen weit wie die Welt sein, doch bislang konnte es niemand mit mir aufnehmen. Der Wind peitschte über sein Gesicht, sein Bart weiß von Meersalz. Nestor brüllte sein Siegesgeschrei in den Sturm hinein. Noch ein vernichtender Gegner sank in die tiefen, dunkle Wellen der Ägäis. Nestor hatte seine gesamte Jugend damit verbracht, die Ozeane der griechischen Welt unsicher zu machen. Doch mit jedem Sieg verlor er einen Teil seiner Gefühle. Da sprach der Orkan zu ihm von Ruhm, der griechischen Kriegsschiffe und von den Plänen des Ordens. Kein anderer ließ sich von ihm so schnell überzeugen wie er. Na, hervorragend. Was haben wir denn da unten? Was kriegen wir denn dann? Meisterhaftes Segel des Eindrucksvollen? Furchtbarer Kopf des Eindrucksvollen. Okay. Na gut, von wie viel haben wir hier? 4 von 5, den haben wir auch fast. Also da fehlt uns noch einer. Und dann hätten wir das. Ja, warum nicht, ne? So, aber eins werde ich jetzt mal eben machen kurz, bevor wir weiterspielen. Zack. Und genau. Nun denn. Hui. Yeah. Ach so, das ist das Ding, wo der Typ sagt, oh, sie ist doch gesprungen. Oh, Entschuldigung. Alter, da renne ich den Kid um. Ne, 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 ne. Gut. Dann, nicht erschrecken. Ich bin's. Sehr gute Sache. Nun komm, mach schon. Zack, zack. Dahin. Ach, da oben. Wo ist dein Vater? Unterwegs. Das macht er manchmal so. Der kommt wieder. Er ist wahrscheinlich schon da. Dieses Haus. Kletter sagte, es gehörte einem Freund von ihr. Er wollte Achaia verlassen, aber er hat es nicht geschafft. Verstehe. Dieser Ort hat etwas an sich. Naja, also ich weiß nicht. Ich traue der Kletter immer noch nicht. Es ist ein wunderbarer Ort. Friedlich. Noch. Das stimmt. Schade, dass wir nicht bleiben. Na komm, naschen jetzt mal. Weil die Rüstung sieht scharf aus. Was jetzt? Wir laufen weiter davon. Wie immer. Okay. Wenigstens gibt es Wein. Nicht gut. Wenigstens gibt es Wein. Nicht gut. Oh. Nun komm. Also, noch offensichtlicher jetzt ja schon kaum. Oh. Was hast du getan? Lass das. So bin ich aufgewachsen. aber im Ernst. Dein Vater ist ein sehr fähiger Mann. Ist er. Aber
Gefühlsmäßig kommt man nur schwer an ihn ran. Es ist schwer für Leute wie uns, Freunde zu finden. Wir sind ständig auf dem Sprung. Oh. Wir sind uns begegnet. Auf unsere Freundschaft. Auf unsere Alter, Freundschaft. Sind da ein paar Tassen? Malaka. Malaka. Der vermutet sofort was Böses dahinter. Ja gut. Das erinnert mich an unser Kennenlernen in Makedonien. Wir aßen Wildschwein unter den Sternen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich heimisch fühlte. Und seitdem nicht wieder. Bis heute Nacht. Dann machen wir das Beste draus. Genau. Los, mach schon knicki-knacki. Flieg aus. Okay, also ich habe wieder mehr hineingedichtet als alles andere. Ich sollte Dareios und die anderen suchen. Die Gestrandeten sind wahrscheinlich schon am Hafen. Okay. Trifft Kleta im äußeren Teil von Dyme. Im äußeren Teil. Na, klasse. Im äußeren Teil von Dyme, also hier irgendwo. Jetzt bin ich mal gespannt. Kannst du einen drauf lassen. Yes! So. Hey, Hundi, was ist los? Okay. Ja, ich Meter ist zwar viel, aber ich brauche wieder, ich habe es gesehen, reichlich Materialien. Und jede Materialie, die ich jetzt hier finde, die bringt mich dem näher, weil ich will das Schiff komplett auf Tutti machen. Komplett raus. Aber klar, aber wenn hier nichts ist, dann stehe ich dumm da mit meinem Gerede. Ja, auf jeden Fall. Ah, wenigstens etwas. Wow, 18 Stück. Da ist was. Da. Ja, das, wie gesagt, das gehört alles mit zum Spiel. Das sieht immer gut aus, wenn die Leute da auf einmal die Sachen da präsentieren und. Aber keiner weiß dann, wieso. Es gibt garantiert auch Leute noch, die kennen das Spiel nicht oder haben schon mal von dem Spiel gehört und versuchen jetzt mal auch, Mensch, eine andere Möglichkeit zu spielen. Vielleicht guckt man sich bei mir was ab. Vielleicht guckt man sich bei dem was ab. Es ist ja alles möglich. Ne? So, ich würde ja nicht sagen, dass jeder mit seiner Spielart, naja, zufrieden. Logisch ist man damit zufrieden, aber ein bisschen was dazulernen, warum nicht? Halleluja, würde ich sagen. Ich bin froh, wenn ich bei anderen sehe, Mensch, das hätte ich auch so machen können. Ja. So wäre es einfacher gewesen für mich, oder? Ja, ja, ist ja gut. Ja, ich bin ja schon da. Meine Freunde, ich sehe sie wahrscheinlich gerade zum letzten Mal. Als ich meine Fila das letzte Mal sah, stritten wir uns. Wie immer. Hätte ich ihr doch gesagt, wie viel sie mir bedeutet. Wie stolz ich auf sie war. Nun, da sie zurück ist, habe ich Angst, sie nicht wiederzuerkennen. Das ist es ja gerade. Die Ruhe vor dem Sturm. Irgendwas stimmt dir nicht. Ich traue dir immer noch nicht. Echte Bande zwischen Menschen sind selten, Cassandra. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Gute Beobachtung. Das stimmt. Echte Bande findet man selten. Vielleicht gebe ich gerade eines auf. Ich weiß es nicht. Tja. Ich kann es auch nicht genau sagen. Alter, ist doch eine Nussschale. Oh oh. Hoffentlich überleben die. Pass mal auf, ich ahne wieder, was kommt. Der Orkan versinkt das Schiff. Versenkt. Einen Moment! Was? Was ist denn los? Eine riesige Flotte sammelt sich in der Nähe. Sie scheint auf etwas zu warten. Zu spät. Nicht worauf.
Der Orkan. Die Schiffe. Mhm. Diese Leute. Sie in irgendeinem Grund weiß sie es. Oh nein. Sie werden uns alle auf einen Schlag töten. Du bist das. Ja, das ist es ja eben. Mit einer ganzen Flotte kann ich es nicht aufnehmen. Wir müssen was unternehmen, Schiffsführerin. Ja. Barnabas, mach das Schiff kampfbereit. Und den Odem der Chimera. Sofort, ja. Schiffsführerin. Schicken wir diesen Orkan geradewegs zu Hades. Na, Natakas und ich werden hier übernehmen. Viel Glück, Cassandra. Okay. Ja, das ist jetzt... So, was haben wir da? Ich muss die Schiffe aufhalten, bevor es zu spät ist. Ja, aber erstmal machen wir eins. Nochmal zwischenspeichern. Und ab dafür. Ja, keine Ahnung. Die... Oh, Alter. Oh, Schluntes, neue Quest, Schluntes Leviathan? Ach du Scheiße. Jetzt sag nicht, ich muss auch noch gegen Seeungeheuer kämpfen. Ja, sag jetzt nicht, ich muss gegen Seeungeheuer kämpfen. Das ist doch dann... Okay, haben wir. Schiffsführerin, der Odem der Chimera ist bereit und wartet auf deinen Befehl. Danke, Barnabas. Ha! Ja. Aber wir greifen jetzt erstmal die Außenliegenden an. Ja. Erstmal die Außenliegenden angreifen. Müssen wir ja. Geht ja nicht anders. Wenn ich da voll reinfahre, so Leute, jetzt bin ich mal ruhig. Und ja. Los, an eure Ruder! Gegner sind nah, bereit machen! So, der nächste. Komm schon! Komm, das schaffen wir! Jawohl! Ins Driften kommen. Ich muss ins Driften kommen. So, ab ins Entern. Jetzt entern wir ein. Nur komm! Na, scheiße. Ah.
Haben wir's? Nee, noch nicht. Wo denn? Mensch, komm da runter und mach diesen hier. Einmal. Nee, das reicht. So, wunderbar. Boah, geil. Geschafft. Ah. Ja. Schiffsführerin, noch ein Schiff! Was für ein Monsterschiff! Oh Gott. Der Orkan Fila. Sie ist auf diesem Schiff. Oh Mann. Wie soll ich das denn schaffen? Halleluja, ey. Na klasse. Boah. Nein, nein, ich hau nicht ab. Auf keinen Fall. Oh. Nein, nein. Warte. Ja, ja, ich weiß, aber ich muss das jetzt anders machen. Ist mir jetzt auch egal, wie lange das dauert. Ja, erstmal gucken. Erstmal weg. Ich werde das schon wieder hin, aber so kann ich das nicht schaffen. Nein. So. Die werden mich jagen und wir werden auch... Finsternis. Ja. So, wie sehen wir denn jetzt aus? Unsere Freunde brauchen uns! Ja. Ach, danke! Noch mehr? Sehr gut. Jawohl. So. Jetzt müssen wir gucken. Ja, ich muss das so machen. Alter, gegen wie viele Schiffe muss ich denn noch kämpfen, ey? So. Segel einholen! Ja. Treibgut in Sicht! Ja. Das war's? Komm, sag, ich habe es geschafft, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, oder ich bin desynchronisiert. Das kann natürlich auch möglich sein.
Warum muss ich das nochmal machen? Alter, was ist denn jetzt hier? Schwarzer Bildschirm. Zeig uns. Ah. Nee, ne? Ich glaube, wir haben es geschafft. Yo! Yes! Wamba! Hey, alles gut? Sehr gut alles, du Trottel. Kann ich etwas tun? Ja, sterben. Bist du ein Doof, ey. Ich brauche gar nichts. Ah, guck mal, wer da ist. Hallo. Ah. Ich habe schon dein Schiff vernichtet. Zwing mich nicht, auch dich zu vernichten. Du! Amorgis hat mir alles über die Verdorbenen erzählt. Es ist nicht deine Schuld, dass du so geboren wurdest. Aber es ist dein Schicksal, so zu sterben wie der Rest. Ich werde tun, was für den Orden getan werden muss. Fila! Du? Was machst du hier? Es gibt so viel, was ich dir sagen will. So viele Dinge. Bitte, gib mir eine Chance. Die tötet dich. Du hattest Jahre, dich zu erklären. Ich musste dich beschützen. Ich wäre fast ertrunken. Und wer hat mich aus dem Wasser gezogen? Du? Der Orden ist meine Familie. Du bist nur eine Erinnerung. Vergangenheit. Du wirst nie zu ihnen gehören. Du bist eine verdorbene Fila. Was? Ich weiß, was ich bin. Amorgis gab mir ein Ziel. Er leitete mich an. Ich bin kein Monster. Ich bin der Orkan. Bestimmt nicht. Sie ist eine Marionette, das ist richtig. Ja? Du bist nicht mehr zu retten. Du bist Amorgis Marionette. Erkennst du das denn nicht? Nein. Wir mögen Verdorbene sein. Aber das allein bestimmt nicht, wer wir sind. Nein. Ich bestimme über mein Schicksal. Ich bestimme über meine Zukunft. Bitte, Fila, lass uns doch reden. Nur wir beide. Vergiss alles hier. Komm mit uns. Sie braucht dich, Kletter. Bitte, du hast immer noch eine Familie. Du hast immer noch... Das war sowas von klar. Hätte ich mich anders entschieden? Du bist meine Tochter, Fiona. Ich hätte dich niemals von mir wegstoßen dürfen. Ich war doch immer so. Martha! Tja. Das ist alles deine Schuld. Deine Schuld! Och nö, sag jetzt nicht, oder? Doch. Stell dich vom Antlitz dieser Welt! Stell dich! Ach, was mach ich denn? Guck dir das an, wie blöd ich bin. Ja, dann müssen wir es halt so machen. Geht ja nicht anders. Aha. Das ist doch nicht möglich. Aber. Ja, da muss ich anders rangehen. Ich muss die erstmal im Fokus haben, das ist viel wichtiger. Aua, au, 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 au. Setzen die Mittel. Sollen wir dagegen ankommen?
nicht. Komm hier hin. Nein, nein. Nein, 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 Schätzeken. Ah. Aua. Aua. Ah, die brennt schön. Das ist gut. Ja, hilft alles nichts, Schätzeken. Die lacht noch. Ja, wie recht du hast. Aua, 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 aua. Nein, nein, ich helfe dir gar nicht. Ei, ei, ei. Aua, ei, 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 ei. Die brennt immer schön weiter, jawohl. Komm mal her, ich hab noch was für dich. Ah, da ist sie. Yeah, Slim Nesbit, Alter. Okay. Tja. Und das ist bestimmt der andere. Beende deinen Auftrag, Orkan. Es ist Amorges Wille. Aha. Wir sind nicht deine Feinde, Fina. Der Orden glaubt, er könnte dich steuern. Dass du nicht mehr bist als ein Instrument, das auf Befehl tötet. Sei mehr als das. Mach das nicht. Lass dir deine Menschlichkeit nicht verdienen. Oh. Steh auf und kämpfe. Die tötet dich sofort, da meine Wette mit. Martha, bitte stirb nicht. Ich habe... Da ist noch so vieles, was ich sagen muss. Ja, ist schon. Meine Tochter Fila. Ich war doch immer so. Cassandra. Für Menschen wie uns gibt es kein einfaches Leben. Nur den Tod. Ich wusste immer, dass es so enden würde. Na, jetzt ein blödes Ende. Nein, nicht blöde, um Gottes Willen. Vater, die See ist wieder sicher. Wir sollten hier weg, solange wir noch können. Da ist aber noch immer einer, der lebt. Wenigstens sind sie jetzt vereint. Ja, das stimmt. Wow, also ist echt mal wieder Hamburg. Lecko funny. Lecko, lecko funny. Oh Mann. Aber da ist doch immer noch einer, der lebt. Takas brechen bald auf. Ich sollte sie verabschieden. Richterspruch der Löwen. 141 Meter? Okay. Komm. Neue Quest heim. So.
werden wir uns mal dorthin begeben. Wahrscheinlich werden die mit der Nussschale da abhauen. Nehme ich doch mal schwer an. Und Natakas sollten jetzt in Sicherheit sein. Die griechische Welt kann ihnen nicht mehr schaden. Sie können endlich fort. Es ist besser so. Halt. Tja. Hier drüben. Vielleicht können wir sie ja überreden, noch bei unserem Schiff zu kommen. Das wäre doch geil. Martha, wir können endlich nach Hause gehen. Du hast mir mal von einem deiner Träume erzählt. Ein einfacheres Leben. Ein kleiner Stand auf der Agora. Fischen mit deinem Sohn. Ich erinnere mich. Und wirst du es tun? Vielleicht. Eines Tages. Ja. Schiff segelt mit dir oder ohne dich. Jetzt oder nie. Tja. Cassandra. Boreas. Das ist also der Abschied. Muss nicht sein. Das ist er. Ja, jeder wartet auf den ersten Schritt. Echte Bande zwischen Menschen sind selten. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Bleibt. Bitte. Jawohl! Geil! Yes! Tschakka! Das ist doch das, was ich wollte. Oh, da stellt's mir direkt die Haare auf. Da kriege ich eine Gänsehaut von oben bis unten. Alter, ist das geil. Ja. Also ich habe eine Mannschaft zusammen, die erfolgt vom allergemeinsten jetzt ist. Wow. Ta-da-di-da-da. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt auf mein Schiff bleiben oder so. Das weiß ich ja nicht. Aber ich muss ja noch weiter. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Boah, das wird. Die muss ich teilen, ja. Die sind garantiert zusammen eine Stunde. Da guckt ihr da dann. Zeit später. Der An. Okay, ist ja viel geiler. Ob Dareios die ganze Nacht Wache gehalten hat? Ich sage ihm lieber guten Morgen. Ja, aber jetzt mache ich mal einen Cut, weil das geht nicht anders. Und Leute, das war ja wohl ein Hammer. Also das verdient mehr als einen Daumen nach oben, sogar ein Abo. Also ich sehe es so und ich würde sagen, wow. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bye, bye.